Überschattet vom andauernden Krieg hat sowohl in der Ukraine als auch in Russland das neue Schuljahr begonnen. Der Konflikt schlägt sich auf russischer Seite spürbar auf den Unterrichtsinhalt nieder. Mit neuen Schulbüchern, in denen der Patriotismus angepriesen, der Westen angeklagt und der Angriffskrieg gerechtfertigt wird. Präsident Wladimir Putin gab bei einem Treffen mit Jugendlichen den Ton an. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. Für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler ist es bereits der zweite Schulanfang im Schatten des Krieges. In der ostukrainischen Stadt Kharkiv, die häufig beschossen wird, versammelten sich die Schulkinder aus Sicherheitsgründen in den U-Bahn-Stationen. In der Großstadt Kryvyi Rih wurden Erstklässler im Bombenschutzkeller eingeschult. Großer Andrang herrschte am Militärgymnasium in Lviv, im Westen des Landes nahe der Grenze zu Polen.